So, und damit willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Kurz vergessen, wie ich laufe. Der Morgen ist frisch angebrochen. Wir sind ausgeruht. Nahrung haben wir auch. Schlaf sowieso. Transportmission, Reparatur, Schaf, Reparatur. Ich werde mal dahin fahren. Oder? Ja. Reparaturauftrag ist ja meist nicht so weit entfernt vom Auftraggeber. Deshalb mache ich den als erstes. Wobei mir die Transportmission eigentlich lieber gewesen wäre. Aber da kann es sein, dass ich wieder sonst wo auf der Karte lande. Also erstmal Reparaturauftrag. Wenn wir die vier Missionen geschafft haben. Wobei. Eigentlich könnten wir ja schon mal ach nee, machen wir nicht. Ich hatte jetzt kurz gedacht, vielleicht zahlen wir schon mal eine Anzahlung für den Hof. Warten wir dann doch noch ein bisschen ab. So. Kurz noch mal auf der Karte schauen. Okay, der bewegt sich nicht. Das ist schon mal eine gute Information für uns. Als hätte es sein können, dass ein Auftraggeber ist, der irgendwo gerade am Wandern ist. Da hätten wir fast mit dem Bus fahren können. Wir haben echt viel Zeit gerade wieder vertrödelt. Ich glaube, hier unten war ich noch nicht. Sibyl. Wir haben eine Wassermühle. Chloe, Sibyl. Hallo? Hallo. Gut, dich zu sehen. Erstmal flirten mit Arbeits. Möchtest du handeln? Okay. Möchtest du handeln? Sicher. Was hast du denn? Hast du was? Nö. Schade. Okay, nochmal. Hallo. Schön, dich zu sehen. Auf ein neues. Der beste Teil meines Tages ist es, dich lächeln zu sehen. Oh, danke. So nett von dir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, aber egal. Hallo. Hallo, Schön, dich zu sehen. Chloe. Der beste Teil meines Tages ist es, dich lächeln zu So, und sehen. der Oh, gleiche das ist so Spruch. schön zu hören. Danke. Junge, die stehen 2 Meter voneinander entfernt. Hallo. Gut, dich zu sehen. Brauchst du meine Hilfe? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ich brauche qualifizierte Hilfe, um das Gebäude zu reparieren. Würdest du das bitte für mich erledigen? 460, oh. Das Sicher, kein Problem. wird schon was Größeres sein. Ja. Oh, das Wohnhaus. Nicht die Säge. Junge.
Ach nein. Gewächshaus. War von meinem eigenen Sternchen. Von meiner eigenen Markierung. Überrascht. Die nur alle für Geheimnisse. Ich hab da was ganz anderes. Einmal außen rum. So, Eingang, Eingang, Eingang. Ich hab da ganz was anderes gehört. Gang. Jeder hat schon davon gehört. Machen wir erstmal die Tische. Da sollten wir die defekten Stellen gut erkennen. So, jetzt hier ein bisschen am Dach rum. Wemsen. Also ein Fachausdruck. Jeder weiß Bescheid. Jeder weiß Bescheid. Na gut. So, fertig. Kannst du das glauben? Wie hieß du nochmal? Christopher? Christoph. Gute Arbeit. Vielen Dank. Geld, ja. 10.000 Sozialpunkte ist schon mal wieder was. So. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen wandern. Die Leute sagen eine Menge Dinge. Nehme diesmal einen Buggy nicht mit. Hier ging der Wanderweg los. Er meckert jetzt schon wieder. Easy peasy. Victoria. Ich bin gerade beschäftigt. Oh, Entschuldigung. Tu dir keinen Zwang an. Rupf die Möhre raus. Jetzt aber? Mädel? Ah. Hallo. Du machst mich so glücklich, wenn ich dich lächeln sehe. Danke. Du bist so ein Gentleman. Ja. Aber hast du auch einen Auftrag für uns? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ich brauche qualifizierte Hilfe, um das Gebäude zu reparieren. Würdest du das bitte für mich erledigen? Aber gern doch. Oh, sicher, 620. Jetzt wird es ja immer größer. 34 Meter in diese Richtung. Ist das das Wohnhaus? Repariere das ganze Gebäude. Nicht immer mit der Säge anfangen.
vier Leisten reparieren, oder wie? Hält die mich für einen Amateur? Ich schon vor Gebäude hier repariert habe. Ich will wirklich nur ein paar neue Bretter als Zierleiste. Ah, okay, hier. Ein bisschen Zaun. Ah, gut. Bitte nicht aufs Dach hoch. Sehr gut. Gute Arbeit, vielen Dank. Ja, das war auch ein guter Auftrag. So, David, Jackson, guck mal, ein Schaf finden in diese Richtung. Mal gucken. Wer? Sally, Samantha. Sally, bleiben Sie stehen. Hallo. Oh, hallo. Du siehst wunderschön aus, auch wenn dir das nicht wichtig ist. Danke. Du bist so ein Gentleman. Ja, bitte. Samantha. Hallo. Schön, dich zu sehen. So ein schönes Lächeln. Hinreißend, das ist dir klar. Oh, danke. So nett von dir. So. Und du hast einen Auftrag? Schön, dich zu sehen. Ja. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Bitte hilf mir, mein Schaf zu finden. Es ist verschwunden. Ihr und eure Schafe? Sicher, kein Problem. Was macht ihr nur, dass die ständig weglaufen? Alles wohl in dieser Richtung? Viele Fährten habe ich jetzt nicht gesehen. Gerade nur zwei. Dauert es vielleicht diesmal nicht ganz so lange. Hier sind Schafe. Aber nicht die von dem Kollegen. Blub, blub, blub. Ach, das sind mehr als zwei Pings. Okay, du warst ein Storch, aber ich glaube, du warst noch nicht mal markiert. Okay. Da ist es doch schon. Hallo. Schnell zurück. Dein Herrchen wartet auf dich. Flache Stelle im Wasser treffen, sonst gehen wir unter. Jeder hat schon davon gehört. Ja? Na gut. Na gut. Na gut. So, dann haben wir ja nur noch den Transportauftrag. Und dann werden wir fertig mit den täglichen Quests. Da könnten wir mal wieder ein paar Bäume fällen. Du hast mir wirklich mein Schäfchen gebracht. Ich danke dir. Dein Schäfchen, das ist schon ein ausgewachsenes Tier. Wollte nicht fettes Ding sagen. So.
Da-da-da-da. Oh, oh, oh. Okay. Alles gut. Buggy lebt noch. Wann haben wir den das letzte Mal umgefärbt? Könnten wir auch mal wieder... machen. Da-da-da-da-da. 500 Meter noch bis zur Markierung. Was ist eine gute Farbe für ein Buggy, verdammt. So, Transportmission, da sollten wir schon ein bisschen näher dran sein. So. Mike, Grace und Ella. Okay, erstmal die Mädels begrüßen. Hallo, wie geht's dir? Hi. So schöne Augen. So schöne Augen. Du bist etwas Besonderes, weißt du das? Oh, das ist so schön zu hören. Danke. Augen sehen zwar irgendwie ein bisschen... weiß ich nicht aus. Hey, Mädel. Hallo, wie geht's dir? Gut, dich zu sehen. Gut, mich auch schöne Augen. So schöne Augen. Du bist etwas Besonderes, weißt du das? Oh, das ist so schön zu hören. Danke. Okay, so. Jetzt aber, Mike, was hast du denn für Probleme? Soll ich wieder Hausboote liefern? Hallo, wie geht's dir? Oh, hallo. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Diese gefrorenen Früchte müssen an meinen Kunden geliefert werden. Und zwar schnell. Denke daran, es selbst zu liefern. Ich will es nicht in der Nähe öffentlicher Verkehrsmittel sehen. Alles klar. Sicher, kein Problem. 2,5 Kilometer. Schauen wir mal, wo das ist. Na gut, fahren wir einfach mal drauf los. Dim, dim, dim. So. 6 Minuten Zeit. Das passt ja super für unsere Folgenlänge. Ich denke mal so 2 Minuten könnten wir noch brauchen. Könnten wir uns auf dem Holztransporter schwingen. Und dann schon mal ein paar Bäume aus... wirklich? Das ist interessant. Ausgucken für die nächste Folge. Werden wir beim nächsten Mal ein bisschen mit der Kettensäge hantieren. So.
hier entlang. Wir bleiben mal oben. So. Hallo? Du hast es wirklich schnell geliefert. Beeindruckend. Ich könnte schwören, der Auftraggeber sah genauso aus wie du. Prost. Hi. Hallo, wie geht's dir? Hi. Der beste Teil meines Tages ist es, dich lächeln zu sehen. Oh, danke. So nett von dir. Ja. So, und du bitte nicht den gleichen Spruch. Hallo. Oh, hallo. Der beste Teil meines Tages ist es, dich lächeln zu sehen. Danke. Du bist so ein Gentleman. Ja gut, bis jetzt ist noch keine Frau drauf reingefallen auf diese dummen Sprüche von mir. Erinnere mich bloß nicht daran. Okay. Erinnere mich bloß nicht daran. Wo stellen wir denn den Pickup mal ab? Pickup mal ab. Beim Händler? So. Holzladewagen, wo habe ich dich? Alter Holzhänger. Ach stimmt, den habe ich ja umlackiert. Dann beenden wir hier erstmal die Folge. Tschüss. Moment, das noch aktivieren. Dann sage ich mal tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.